Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, und zwar Overwatch. Wir sind hier gerade beim Startbildschirm, hier Highlight, spielen im Training. Ja, das Thema ist noch. Wir werden mal ein normales Schnellsuche spielen. Da kommen wir einfach in irgendein Match. Und wir sind gleich reingekommen, müssen wir gar nichts cutten. Das ist doch eigentlich ganz gut. Beim Lijiang Tower. Es gibt verschiedene Maps, das ist jetzt der Lijiang Tower. Und ja. Hier können wir uns jetzt einen Helden aussuchen. Es ist jetzt Angriff, das steht oben. Und da werde ich einfach mal den Charakter nehmen, mit dem man auch im Training spielt, wo man das Tutorial machen kann, wo man die Grundlagen hat. Und das werde ich euch zeigen. Jeder Held hat verschiedene Fähigkeiten. Ja, da steht jetzt keine defensiven Helden. Heute sind wir alle Soldaten. Mit dem ich jetzt spiele, das ist der Soldier 76. Der kann sprinten, sich selber heilen und solche Helix-Raketen schießen. Und halt, ja. Wenn es Probleme gibt, bin ich. Ich glaube, ich werde euch jeden Charakter zeigen, den es gibt. Und ja, jeden werde ich einmal spielen. Um euch zu zeigen. Und man kann auch nicht. Ich bin jetzt schon Level 55, also. Biotisches Feld aktiviert. Den Roboter, das ist ein Mech. Also Max, und wenn der kaputt geht, springt seine raus, die steuert sie. Also hat sie noch ein Leben. Wir haben jetzt den Zielpunkt hier erobert und den müssen wir jetzt halten, bis wir fertig sind. Heimlich mal. Unten sieht man die Lebensanzeige. Jetzt habe ich 200 Leben. Und da sieht man auch, welches Level ich bin. Oh, hinter mir. Jetzt bin ich gestorben. Hier sieht man noch die Killcam, wer dich getötet hat und wie er dich getötet hat. Und ja. Noch ist die Mission nicht vorbei. Steht 53%, das ist eine ultimative Attacke. Und die werde ich euch noch zeigen. Wir haben gerade den Punkt eingenommen, jetzt nehmen wir den wieder ein. Nehmen wir den Zielpunkt ein. Hinter mir in Position. Oh, da ist irgendwo eine Fahrt. Ja. Kannst du nicht. Und jetzt. Da ist ein Scharfschütze. Scharfschütze! Lasst euch nicht abknallen! Na. Sie hat mich noch gekriegt. Nicht vorbei. Dieses Piepen heißt immer, dass ein Gegner auf der Pumpe ist. Weg. Na, jetzt habe ich eine Giftmine. Es gibt einen Charakter, der kann irgendwo hin eine Giftmine platzieren und wenn man da rein darf, ist es ein Giftmine. Wieder einmal auf. Ich hab dich im Visier, das ist die Ultimate, da kann ich einfach irgendwo hinschauen und da schießt er dann halt hin. Im Kreis, wenn da irgendwo ein Gegner ist. Dann tut er ihn einfach anschießen, obwohl ich nicht mal auf dem Ziel bin. Ist halt die Ultimate von dem. Jeder hat eine andere ultimative Attacke. Das war jetzt halt das. Man wird es nachher noch genauer sehen.
hat auch verschiedene Skins. Ich habe jetzt von den goldenen. Es gibt so blaue Skins, normale Skins, dann gibt es epische und dann die legendären. Das ist zum Beispiel ein legendärer Skin, der blaue. Als normaler Skin wäre der pink. Ja, aber auch mal. Der kann zum Beispiel ziehen, der Roboter. Das ist ein Ziel. Wir gehen hier mal gleich mal auf den Punkt. Alle herkommen, verteilen! So. Los, Bewegung! Gegner sind weg. So bin ich verdammt overpowered! Ich nehme den Zielpunkt ein. Will sich jemand anschließen? Hier gibt es auch solche Möglichkeiten, da kann man sich heilen. Er hat mich jetzt zum Beispiel geheilt. Braucht noch jemand Heilung? Im Alter wird das immer besser. Ich bin ganz Feuer und Flamme. Ja, wenn man zum Beispiel eine Killserie hat, rennt von unten. Das heißt, man ist gefährlich. Ja. Mein Ultimate ist bald bereit. Wenn man schreibt, hat man echt. Oh, was ist da hier gleich? Kommt her und lasst euch stabilisieren. Wenn man Steuerplatz nach unten drückt, kann man zum Beispiel Hallo sagen oder Danke oder ich brauche Heilung, sowas halt. Und ich habe jetzt wieder mein taktisches Visier. So heißt das. Werde ich aber jetzt noch nicht machen. Taktische Notwendigkeit. Die hat zum Beispiel jetzt eine Bombe geworfen. Die kann haften an, mir zum Beispiel. Haftet und dann sterbe ich halt. Alle Mann. Nein! Als wurde runtergeschubst, wie ich meine Ultimate gemacht habe. Von der hier. Weil. Ich hab einfach so hingeworfen und das schubst alle weg. Noch bin ich nicht tot. Jetzt habe ich keinen Ultimate. Jetzt muss er sich erst wieder aufladen, aber wir haben schon oben 96%. Vorsicht, 96%. Leute! Jetzt wird's frostig! Hat geschafft. Highlight des Spiels. Es gibt auch ein Highlight, wenn man zum Beispiel jetzt viele killt. Hier zum Beispiel. Sie hat jetzt 3 Kills gemacht, das war das Highlight des Spiels. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat, aber wir machen halt gleich mal noch ein Match, würde ich sagen. Mit einem anderen Charakter. Da hat man solche Medaillen, 10 Eliminierungen, da kriegt man jetzt keine Medaille. Es gibt Bronze, Silber und Gold. Gold ist halt das Beste. Eichenwalde. Hier haben wir wieder eine andere Map. Da sieht man nach unten immer die Flagge. Deutschland jetzt, Eichenwalde. Was nehmen wir? Wir sind wieder auf Angriff. Jetzt nehmen wir nicht den hier. Wir könnten. Ich bin wieder da! Was brauchen wir? Einen Heiler und einen offensiven Held. Das sieht man rechts. Dann nehme ich einfach mal. Nee, dann sind es zu viele Scharfschützen. Ich nehme Genji. Das ist ein Ninja. Aber wir sind jetzt in keinem richtigen Match, weil oben steht Warte auf andere Spieler. Und ja. Dann kann ich euch dabei zeigen, was Genji so kann. Also macht er das mal. Warte. Ah ja, genau so.
Genji, offensiv? Oh, toll. Wenn man einmal was zeigen und dann geht es nicht. Sie sind aber gleich wieder in einem Match. Das ist eigentlich sehr gutes Lohn. Sie betreten jetzt Hanamura. Eigentlich hätte ich jetzt gerne auf Eichenwalde gespielt, aber jetzt sind wir in Hanamura. Nehmen wir mal Genji. Wählen Sie Ihren Helden. Jetzt steht oben Verteidigung. Dass wir die Zielpunkte verteidigen müssen. Dann würde ich mal sagen, ich bin jetzt einfach Genji nehmen. So, ich zeige euch das jetzt. Genji offensiv, Schwierigkeit 3 Sterne. Das ist das Schwerste. Ich kann mit ihm eigentlich ziemlich gut spielen. Und er hat Shuriken. Er hat 2 Schleudern einfach nach vorne werfen. Oder halt so streuen. Seine ultimative Fähigkeit ist eine Drachenklinge. Bezieht das dann schwer. Und dann kann man Gegner töten. Was ich jetzt mit den Shuriken meine, kann man fächern oder so hintereinander werfen. Als Genji kann man noch blocken. Da nimmt er sein kleineres Schwert und blockt halt den Schaden von den Gegnern und kann den einfach zurückwerfen, dass sie Schaden kriegen. Und dann kann man noch sich nach vorne so schlagen, mit, auch mit seinem Katana. Also ich denke jetzt, dass und das macht halt auch ziemlich Schaden. Ach Leute! Genji könnte man so spielen. Man schießt einen an und wenn er dann nicht mehr viel Leben hat, lässt man ihn dann so, weil dann lädt sich das da unten auf. Weil da steht jetzt 5 Sekunden. Und da wäre das sofort wieder da, weil ich halt einen getötet habe. 3, 2, 1. Angreifer nähert sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Den Schlag kann man, nach vorne kann man auch so nehmen, dass man einfach so weggeht. Ich bin Beat Arigato. Das war gerade ein Bogen, einer, der einen Bogen hat. Und das ist ein Genji, sein Bruder. So, die ist auch weg. Hat mich gar nicht bemerkt. Es gibt 2 Zielpunkte zu beschützen. Jetzt ist Zielpunkt A. Wenn ich den eingenommen habe, dann müssen wir die Ziele bleiben. Jetzt weiter hinten. Unser Punkt wird angegriffen. Werfen wir diese ungebetene Gäste hinaus. Leistung verstärkt. Boah, die hat mich, die Anna, das ist sein Charakter, die hat mich geboostet und dann habe ich gleich mein Schwert gemacht. Und dann bin ich jetzt gestorben. Weil wenn man geboostet wird von der Anna, das ist ihre ultimative Fähigkeit. Da wird man einfach viel stärker. Und deswegen habe ich jetzt gleich mein Schwert gemacht und 3 Kills gemacht. Und dann bin ich halt gestorben. Ja, kann auch unser sein. Punkt wird angegriffen. Werfen wir diese ungebetene Gäste hinaus. Kommt Leute, wir verjagen sie auf Zielpunkt. Ja, verteidigt Zielpunkt B, der ist hier. Neue Verteidigungsposition, Zielpunkt B. Das ist ein bisschen groß. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, als Genji kann man klettern. Online.
Könnte ich jetzt auch einfach hochklettern? Hier so. Dann bin ich hier oben. Darüber könnte ich eigentlich auch. Wenn ich mit dem Schwert nach vorne gehe. Das könnte auch nicht sein. Lassen wir uns entfernen. Heilung aktiv. Nein, die Station. Ich habe jetzt zwei Kills gemacht, weil ich geblockt habe mit meinem Schwert. Und da habe ich einen Bahn. Selbst noch mehr. Ich habe jetzt wieder mein Ultimate. Also mein Schwert. Nano Boost bereit zur Injektion. Meine Klinge erwartet den Feind. Besten Dank. その程度か。Die Stunde hat geschlagen. Nein, nein. Ja, und der Totenkörper ist gedauert. Die Stunde hat geschlagen. Ist er noch ins Eck gegangen, dass er mich Das gibt's nicht. Wie konnte der mich jetzt... Ich denke mal, das habe ich gut gemacht. Ich habe jetzt voll viele gekillt. Ja, habe ich sie nochmal vom Punkt weggekriegt. War knapp. So kann man halt die Ultimate benutzen, um knappe Situationen einfach... Ja, der ist schlau. Weil der war im Geschützmodus. Das ist so eine Art Roboter. Und ich kann seine Schüsse blocken und dann geht es voll schnell. Ich bin bereit. Jetzt hat man zum Beispiel gesehen, er hat auf mich geschossen und ich habe jetzt alles verpasst. Angeblich haben sie irgendwo einen Teleporter, dass sie sich teleportieren können. Und Genji ist eigentlich so stark da, dass man sie. Das ist man den. Halt! Ich hab gedacht, sie sieht mich nicht. Na, der Panzer. Boah, die andere hat mich schon direkt boostet. Das war doch voll unnötig.
Die Stunde hat geschlagen. Das war unnötig. Ich hätte mein Schwert machen können, aber ich bin nicht weg. Als Genji sollte man immer in Bewegung bleiben, weil er ist halt so ein Ninja. Und man kann auch ziemlich schnell getötet werden. Hinter dir! Was? Noch 60 Sekunden. Noch eine Minute, dann hätten wir gewonnen. Sammelt euch auf meiner Position. Sammelt euch bei mir. Hat er mich wieder gekriegt? Ja, verloren. Wir haben den Tierpunkt eingenommen. Highlight des Spiels. Ja, Highlight des Spiels. Schade. Ja. Ja, hat sich gut gemacht. Da sieht man jetzt, da kann man abstimmen, was ziemlich gut war. Danke für eure und Unterstützung. Da bin ich jetzt auch ich dabei. 8 Kills mit Drachenklinge einsetzen und Drachenklinge 3. Ich gehe mal aus dem Match raus. Warte, erst die Level doch jetzt machen. So. Jetzt gehen wir mal raus. Und das war's dann auch mit dieser Folge. Wir haben 2 Helden gespielt. Und das nächste Mal spielen wir wieder 2 andere oder einen anderen Held. Je nachdem, wie lange das Match dauert. Und wir sehen uns das nächste Mal bei einer weiteren Folge von Overwatch. Tschüss.